Das ist eine russische RS-24 Interkontinentalrakete. 11.000 Kilometer Reichweite und an Bord hunderte Kilotonnen nuklearer Sprengkraft. Und hier startet eine israelische Arrow-3-Abwehrrakete, die selbst im Weltraum Angriffsraketen zerstören soll. Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine will Deutschland mit der European Sky Shield-Initiative massiv in die Raketenabwehr investieren. Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen. Wissenschaft und Rüstungsexperten warnen aber seit langem vor falschen Versprechungen der Technologie. Alle politischen Aussagen, wir kaufen uns einen Raketenschirm und das macht jetzt sozusagen eine Blase des Schutzes, totaler Blödsinn. Denn wie gut Raketenabwehr wirklich funktioniert, ist kaum bekannt. Und sie birgt eine große Gefahr. Russlands Arsenal ermöglicht Angriffe mit Raketen, die von Land, aus der Luft, von Kriegsschiffen und von U-Booten aus abgefeuert werden. Und das sind entweder Marschflugkörper oder ballistische Raketen. Marschflugkörper fliegen unter ständigem Antrieb auf ihr Ziel zu. Sie können bis zu wenige Meter tief fliegen und den ganzen Flug über manövrieren. Ballistische Raketen greifen anders an, und zwar in drei Phasen. In der Antriebsphase feuert die Rakete Richtung Weltraum. Die meisten Modelle können nur in dieser Phase noch manövrieren. Sobald der Treibstoff verbraucht ist, beginnt die mittlere Marschphase. Entlang einer ballistischen Flugbahn steigt die Rakete erst weiter auf, bis die Schwerkraft sie zurück zur Erde reißt und mit bis zu 20-facher Schallgeschwindigkeit auf fast 7000 Meter pro Sekunde beschleunigt. Die Endphase beginnt in 100 Kilometern Höhe und endet sehr schnell. Der Gefechtskopf schlägt spätestens nach 60 Sekunden im Ziel ein. Je nach Bauart können ballistische Raketen höher, schneller und weiter fliegen. Es macht aber aus der Abwehrsituation einen enormen Unterschied, ob ich jetzt von einer Cruise Missile, also einem Marschflugkörper, ausgehe, einer ballistischen Rakete, einer kurzstreckenballistischen Rakete, einer Mittelstreckenrakete oder einer Interkontinentalrakete. Die in Kaliningrad stationierten ballistischen Kurzstreckenraketen des Typs Iskander können Ziele in den umliegenden Ländern treffen. Russische Marschflugkörper mit Reichweiten von über 2000 Kilometern können in nahezu ganz Europa einschlagen. Und nuklear bestückte Interkontinentalraketen dienen als weltweite Abschreckung. Die Bundeswehr hätte Stand heute nur auf wenige Angriffsszenarien russischer Raketen eine Antwort. Der Ist-Zustand ist relativ mager. Jetzt würde gar keine Stadt geschützt werden. Da braucht man auch nicht mehr wählen, ob ich jetzt Berlin oder München oder irgendeine andere Großstadt schützen will. Das einzige Raketenabwehrsystem der Bundeswehr ist derzeit das 1981 von den USA entwickelte Patriot. All missiles fire. Patriot, the edge in air defense. Nach diversen Modernisierungen kann es heute auch gegen Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen eingesetzt werden. Eine Patriot-Batterie kann Abfangraketen bis zu 60 Kilometer weit und 40 Kilometer hoch schießen. Der tatsächliche Abschussbereich ist aber viel kleiner, denn nur was das Radar sehen kann, kann Patriot auch abschießen. Und Stadtzentren sind mit einem Punktverteidigungssystem einfach nicht zu schützen. Als Reaktion auf den Einschlag einer vermutlich ukrainischen Abfangrakete im polnischen Grenzgebiet bietet Deutschland Polen die Stationierung einer Patriot-Batterie an. Eigentlich ist Raketenabwehr dann auch für sowas da. Aber wenn man sich das auf der Karte anguckt, die Möglichkeit für die Polen, das mit Patriot runterzuholen, sind null. Weil, also, ne, das sind 4 Kilometer hinter der Grenze. Das Ding war also in der Terminal Phase. Bedeutet, die Abfangrakete fliegt mit mehr als 1000 Metern pro Sekunde. Beim Eintritt in den polnischen Luftraum blieben also nur 4 Sekunden Zeit. Aber zeigt der israelische Iron Dome nicht, dass Flugabwehr auch auf kurze Distanzen gut funktioniert? Bei Israel ist es so, dass dadurch, dass eben das Land so klein ist und überhaupt keine strategische Tiefe hat, erstens ein relativ vollständiger Schutz viel leichter erreichbar ist, weil ich eben nicht in die Fläche gehen muss. Und es ist auch technisch, bös gesagt, in einer Flächenausdehnung
im ganzen europäischen Kontinent im Grunde nicht möglich. Israel verteidigt sich vor allem gegen Raketen, die vielleicht mehrere 10, 20, 30 Kilometer fliegen können. Das ist aber nicht die Sicherheitslage, die wir in Europa sehen. Und dafür braucht man ein ganz anderes System, ein viel potenteres System, und das wird deutlich teurer und auch schwieriger. Das heißt, der Vergleich zu Israel ist keiner, den man ziehen sollte. Aber was genau ist an der Raketenabwehr so schwierig? Weil Marshallkörper tief liegen, werden sie erst sehr spät vom Radar erkannt. Abfangraketen müssten in kürzester Zeit gestartet werden und auf Ausweichmanöver reagieren können. Ballistische Raketen können in jeder ihrer Flugphasen abgewehrt werden. In der Antriebsphase ist eine Rakete aufgrund ihrer Hitze zwar leicht zu orten, für einen Abschuss müssten Abfangraketen aber etwa in nordkoreanischen Gewässern oder innerhalb Russlands stationiert sein. Die mittlere Marschphase bietet die beste Chance zur Verteidigung. Vergleichsweise einfach ist es bei ballistischen Kurzstreckenraketen, die tiefer und langsamer fliegen. Nach der Ortung und Berechnung der Flugbahn wird ein Kurs für die Abfangraketen kalkuliert. Je mehr Raketen man verteidigend gegen die anfliegende Rakete schickt, desto höher wird die Erfolgsaussicht. Das zeigt aber auch, dass hier ein Ungleichgewicht herrscht. Das heißt, bei der Raketenabwehr ist die verteidigende Seite eigentlich immer in der schlechteren Position. Gegen einen Atomwaffenangriff aus Nordkorea oder dem Iran wollen sich die USA mit einem mehr als 50 Milliarden teuren Abfangsystem schützen. 3, 2, 1, Ignition. Laut Teststatistik hat eine Abfangrakete aber nur eine 55-prozentige Chance auf Erfolg. Aber warum ist das so schwierig? Weil ich einfach mit dem Radar irgendwann an meine Leistungsgrenze komme. Denn aufgrund der enormen Flughöhe und der sich abkühlenden Rakete ist es ungleich schwieriger, sie zu finden und zu verfolgen. Der Abfangkurs muss in den Weiten des Weltalls zentimetergenau berechnet werden. Das ist die hohe Kunst dieser ganzen Schießerei, die anfliegende Rakete direkt zu treffen. Doch mit einer Tarnkappenbeschichtung wird es für Radargeräte noch schwieriger, Raketen überhaupt zu entdecken. Und von der Rakete freigesetzte Attrappen sowie mehrere lenkbare Gefechtsköpfe erzeugen eine sogenannte Wolke an Zielen. In hunderten Kilometern Höhe und bei einer begrenzten Anzahl an Abfangraketen ist es schwierig zu bestimmen, welche Ziele zerstört werden müssen und welche nicht. Da sind einfach die Anzahl an Sprengköpfen, die theoretisch abgefangen werden müssten, viel zu hoch. Die letzte Chance zur Verteidigung ist die Endphase. Die Rakete ist für Radar und Infrarot zwar gut sichtbar, eine Patriot müsste aber optimal ausgerichtet sein, um reagieren zu können. Bundeskanzler Olaf Scholz will mit der European Sky Shield Initiative jetzt die europäische Flugabwehr modernisieren. Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen. Und deshalb müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt. Sky Shield kommt in Europa, nachdem wir über 30 Jahre das gesamte Spektrum Luftbedrohungen nicht ernst genommen haben. Die NATO, die westlichen Verbündeten haben gesagt, einen großen Krieg wird es kaum mehr geben. Und weder die Taliban noch malische Rebellen haben jetzt eine wirkliche Luftwaffe oder Raketentruppe, die also nennenswert wäre. Auf dem Einkaufszettel der Bundesregierung stehen das 2 Milliarden Euro teure israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 und das deutsche Iris-T. Es ist moderner als Patriot und kann dank eines leistungsfähigeren Radars Raketen in der Endphase im 360-Grad-Radius abfangen. Arrow 3 soll Mittelstreckenraketen schon an der Weltraumgrenze auf einer sehr großen Fläche abfangen können. Außerdem will Deutschland mehr Patriot-Munition kaufen. Es wird sehr viel mit Begriffen gehandhabt, die suggerieren, dass man hier einen relativ kleinen Betrag vielleicht investiert und damit ein großes Ergebnis erzielen kann. Dem ist nicht so. Für ernsthafte Raketenabwehr, die für Deutschland und die Verbündeten in Europa gilt, werden wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Die bisher bezifferten 2 Milliarden Euro für Arrow 3 im Vergleich. Israel hat in jedem der vergangenen 10 Jahre mindestens eine halbe Milliarde Euro ausgegeben. Und die USA pro Jahr mehr als 8 Milliarden Euro. In der Ukraine belegen Handyvideos und unverifizierte Angaben der Regierung immer wieder Abschüsse von russischen Raketen. Erfolgreich abgeschossen werden vor allen Dingen iranische Drohnen.
Marschflugkörper, also KH-101, Kaliber, Küstenverteidigungsflugkörper, S-300, die umfunktioniert wird, um Städte anzugreifen. Man versucht durch ein Abschießen von mehreren Flugkörpern eine Übersättigung zu erzeugen, dass man einfach mehr Raketen auf ein Ziel angreifen lässt, als die Ukrainer Abfangmöglichkeiten haben. Problematisch wird es dann bei der Iskander, die kommt relativ schnell rein. Da ist mir wenig über Abschüsse bekannt. Die Folge? Trotz vieler abgeschossener Flugkörper zerstört Russland immer wieder Teile der kritischen Infrastruktur in der Ukraine. Das Problem der ukrainischen Seite ist, sie müssen mit ihrer Munition eigentlich über den Krieg kommen. Denn sonst würde die russische Luftwaffe einfach mit hochfliegenden Bombern über ukrainischen Städten aufkreuzen und so wie in Syrien einfach alles kurz und klein bomben. Auch deshalb werden ukrainische Forderungen nach westlicher Raketenabwehr immer lauter. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Повітряний щит для України. Raketenabwehr kann die eigenen Truppen, kann die eigene zivile Bevölkerung schützen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Raketenabwehr so etwas wie der perfekte Treibstoff für einen Rüstungswettlauf ist. Ähnlich also wie beim Wettrüsten im Kalten Krieg. Titan II, the largest and the most powerful ballistic missile in our arsenal. Die Abschreckung im nuklearen Zeitalter bedeutet ja nichts anderes, als dass jede Seite über Raketen mit Nuklearsprengköpfen verfügt und dass keine der beiden Seiten gegen einen solchen Angriff sicher ist. Das Einzige, was sicher ist, die andere Seite würde im Angriffsfalle zurückschlagen. Ein Gleichgewicht, dank dem die Atomwaffen bis heute ruhen. Und da grätscht jetzt die Raketenabwehr so ein bisschen rein, weil die Raketenabwehr natürlich suggeriert, dass man theoretisch die andere Seite angreifen kann. Und wenn die dann zurückschlägt, ist man unter Umständen sicher, weil man die Raketen der gegnerischen Seite vom Himmel runterholen kann. 1972 einigen sich die USA und die Sowjetunion deshalb darauf, ihre Raketenabwehr auf ein Minimum zu begrenzen. Doch nach dem Ende des Kalten Kriegs entwickeln immer mehr Länder, wie der Iran und Nordkorea, ballistische Raketen und arbeiten mutmaßlich an Atomwaffen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 treten die USA aus dem Abkommen aus. I have concluded the ABM Treaty hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorist or rogue state missile attacks. Das war in der Rückschau eine fatale Entscheidung, weil es auf russischer Seite die Perzeption, die Vorstellung ausgelöst hat, die Amerikaner wollen totale Sicherheit. Und das führt natürlich dazu, dass ein Anreiz entsteht, wieder mehr in die eigenen offensiven Kapazitäten zu investieren. 2018 präsentiert Russland auf großer Bühne eine Antwort auf die amerikanische Raketenabwehr. 6 neue Waffensysteme. У нової системи ограничений по дальности практически нет. Является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Это очень грозное оружие. Man fürchtet die amerikanische Raketenabwehr nicht so sehr die wir jetzt sehen, sondern die potenzielle in der Zukunft, denn wenn die Russen vor einem Respekt haben, dann ist es die Fähigkeit der Amerikaner in Militärtechnologie im großen Stil zu investieren. Eine der neuen Waffen wurde von Russland bereits in der Ukraine eingesetzt. Der Überschall-Marschflugkörper Kinzhal. Es gab einen Angriff auf ein Munitionsdepot, die haben anscheinend wirklich getroffen. Es gab einen Angriff gegen einen Staudamm in der Ukraine, die mit Kinzhal durchgeführt wurden. Und in beiden Angriffen hatte die ukrainische Abwehr keine Chance, diesen Flugkörper zu erwischen. Denn Überschall-Marschflugkörper fliegen mit 10-facher Schallgeschwindigkeit und damit mehr als 10-mal schneller als etwa die in der Ukraine eingesetzten KH-101. Wenn es natürlich nach Putin ginge, würde man alles mit Kinzhals angreifen, aber er hat zu wenig davon. Und was bedeutet das nun für Deutschlands und Europas Plan einer immerhin verbesserten, aber bestenfalls lückenhaften Raketenabwehr?
aus jemandem, der den Angriffskrieg plant, der will ja wissen, ob er damit Erfolg hat. Und diese Vorhersagbarkeit nehme ich hin, desto mehr ich abwehrbereit bin. Das muss ich natürlich nicht jede anfliegende Rakete erwischen. Ich muss nur zu einem gewissen Grad die Möglichkeit haben, Dinge abzufangen, dass die Gegenseite nicht planen kann, dass sie mit einem Angriff Erfolg hat. Mir fehlt in der Debatte offen gestanden Ehrlichkeit. Es muss uns klar sein, Raketenabwehr ist auch massiv destabilisierend und kann Rüstungswettläufe zusätzlich befeuern.